Mahlzeit, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator zusammen mit dem Mannschaftsbus-DLC, hier immer noch im gelben Bus von dem Fußballverein BVB, von der Borussia in Dortmund. So, ich würde sagen, wir steigen mal flott ein und dann fahren wir weiter nach Stuttgart, haben noch den einen oder anderen Kilometer vor uns, haben hier gerade mal kurz eine Schachtel Zigaretten in der Tanke gezogen, bevor jetzt wieder alle schon, Ansgar, hauchst du? Nee, natürlich nicht. Aber was heißt natürlich, selbst wenn, ist ja glaube ich kein Vergehen. So, ich muss kurz den Schulterblick, den berühmt machen. Wir sind ja hier auf einer Landstraße oder sind wir schon auf der Autobahn? Ne, ich glaube auf der Landstraße sind wir immer noch, ne? Jo. Okay. Ja, dann fahren wir mal. Wir haben leider keine Ankunftszeit. Also ich finde ja das UI beim Euro Truck Simulator doch ein bisschen hilfreicher, ne? Da weiß man, wann man ungefähr ankommt, ja, und andere Dinge erfährt man da auch. Das würde ich mir ja auch wünschen. Ist etwas spartanisch gehalten, möchte ich behaupten. So, aber dafür ist die Landschaft schön. Kann ich alles haben. Okay, okay. Ja, ist ja ganz witzig, im Ruhrgebiet, da teilt sich das so ein bisschen, ne? So die eine Hälfte ist für Borussia und die andere für Schalke. Ich meine, es gibt da ja auch noch Bochum, Essen, Duisburg, sind auch ein paar Leute dann für den Verein. Aber dann beschimpfen die sich immer gegenseitig als Zecken oder so. Das ist ja hier relativ nah. Ich weiß aber nicht, und das habe ich ja schon öfter mal erzählt, aber was ich mich frage ist, gibt es das in anderen Landesteilen auch? Jetzt vielleicht, also ich glaube HSV und St. Pauli oder sowas, das ist ja glaube ich auch so ein bisschen so, ne? Wenn ich mich da nicht ganz täusche, werde jetzt nichts Falsches behaupten, aber gibt es das auch noch an anderen Stellen? Wenn ja, wo zeigt sich das? Schreibt das gerne in die Kommentare, das würde mich nämlich, das habe ich mich eben kurz vor der Aufnahme hier gefragt, wie es da wohl aussieht. Das würde mich mal interessieren. So. Nehmen wir uns ein bisschen Platz vor der gegnerischen Spur hier. Und dann in rasantem Tempo. Die ersten 100 Kilometer haben wir gleich runter. Es geht voran, Leute. Da ist Land in Sicht. Und da müssen wir einchecken im Hotel. Und wie das dann in der... Das fand ich eigentlich ganz cool, fand ich ganz nett. Der Busfahrer in der Reportage, die ich mir da von München angeschaut habe... der hatte dann auch noch, als er dann eingecheckt ist, hatte der noch ein bisschen Zeit. Die hatten ja da so ihren Sondertermin in Paris. Und da hat er noch ein bisschen Zeit gehabt, nach dem Einchecken eben sich auch die Stadt anzuschauen mit seinem Kollegen. Das fand ich ganz sympathisch. Ich glaube, das ist sonst, wenn man Busfahrer ist, sieht man nicht so viel von der Stadt. Dann kutschiert man die Leute rum und ja, im Prinzip war es das auch schon. Also da ist nicht mehr viel mit Stadt angucken, Sightseeing machen und so. Das fand ich aber ganz schön, dass das da eben ermöglicht wird. Allgemein glaube ich, dass man, wenn man die Chance hat, bei so einem Fußballverein zu fahren, sicherlich das auch annehmen sollte, weil ich denke, dass es wesentlich komfortabler ist, als jetzt normal einen Reisebus zu fahren. Das sieht man allein schon an den Hotels, dieser noble Schuppen, wo die Fußballer untergebracht werden. Ich denke mal, da wird auch der Busfahrer untergebracht. Und das ist natürlich dann schon was anderes als die Hotels, wo... Ja, der normale Busfahrer übernachten muss. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was der Busfahrer dann für Aufträge hat. Ne? Das kann natürlich auch schon mal ein etwas gehobeneres Hotel sein, aber trotzdem, da ist das, denke ich mal, Standard. Nehme ich jetzt einfach mal an. Behaupte ich jetzt einfach mal, wenn ich da jetzt irgendwie falsch liege. weist mich gerne mit netten Worten darauf hin. Bekomme sowieso schon genug Hate, dass ich hier den falschen Fußballverein fahre und dass das alles blöd ist und sowas. Aber ich meine, irgendjemanden muss ich ja. Fürs Let's Play wäre es natürlich am schönsten, wenn man immer mal wieder einen anderen nehmen würde. Vielleicht mache ich das auch. Muss ich mal gucken. Aber jetzt wollte ich erstmal mit dem BVB hier weiterfahren. Ah, 70 dürfen wir hier nur. Okay. Ein bisschen bremsen. Was ich mich gefragt habe, ist eigentlich im Laufe der Entwicklungszeit hier irgendwie der Maßstab verändert worden?
Mir kommen die Wege mittlerweile unendlich lang vor. Das ist viel, viel länger als, also kommt mir so vor, ich glaube, es ist gar nicht so, aber mir kommt so vor, als sei das wesentlich länger als in der Release-Phase. Also da kam man flotter voran, hatte ich das Gefühl, wie gesagt. Aber gab es da irgendwie ein Update, was die Skalierung verändert hat? Vielleicht liegt es auch daran, dass man irgendwie mehr Kurven fahren muss oder sowas. Könnte natürlich auch sein. Ich trete übrigens das Gaspedal voll durch. Ah, Moment. Wir müssen mal kurz... Da sehe ich gerade was. Das ist ein Unding. Wir haben 27,5 hier in der Klimaanlage eingestellt. Das ist ja Mord. Aber große Frechheit hier. Müsste ich mal ein bisschen runterregeln. Da gehen wir alle ein. Wobei, 27 Grad, das ist ja auch eine ganz witzige Sache, ne? 27 Grad sind nicht unbedingt 27 Grad. Wenn die Sonne ballert, dann fühlen sich 27 Grad schon mehr an als zum Beispiel heute, als ich rausgegangen bin. Da waren es, glaube ich, auch 28 Grad, aber das hat sich wesentlich kühler angefühlt, weil die Sonne nicht so oft zu sehen war. Es wehte auch ein kleines Windchen und so, deswegen, ja. Eine Temperatur ist eben nicht immer das, also da spricht mir, glaube ich, auch von dieser gefühlten Temperatur. Eine Temperatur ist nicht immer das, was man so, was so auf dem Thermometer entsprechend steht. Also die kann sich unterschiedlich anfühlen, obwohl da die gleiche Ziffer steht, oder die gleiche Zahl. So, hier dürfen wir wieder mit 100 heizen. Da gehen die Kilometer natürlich auch runter. Ich habe auch das Gefühl, so langsam wird es ja auch ein bisschen dunkler im Spiel, ne? Und da können wir wieder tanken. Endlich wieder tanken. Ne, mache ich natürlich nicht. So. Ja, dann fahren wir mal. Was war eigentlich, und das würde mich mal interessieren, was war eigentlich euer, also viele von euch werden jetzt vermutlich zuschauen und sagen, Ansgar, so alt bin ich noch nicht, aber diejenigen, die jetzt vielleicht schon ein bisschen älter sind, zumindest über 18, was war euer erstes Auto? Und diejenigen, die noch nicht 18 sind, was wird euer erstes Auto sein? Werdet ihr euch überhaupt eins kaufen? Ich selbst habe ja keins, aber das würde mich auch mal interessieren. Was so die ersten Aufgaben. Ich glaube, der Klassiker ist, glaube ich, der Golf, der gute alte. Oder Polo oder sowas. Und manchmal sehe ich auch Karren mit jungen Insassen, wo ich mir denke, hui, da ist aber jemand nobel unterwegs. Aber es würde mich einfach mal interessieren. Bin ich mal sehr gespannt. Werde ich auch mal in der Folge, glaube ich, dann aufgreifen. Ich hoffe, dass das eine ziemlich bunte Mischung wird und dass nicht jeder Polo oder Golf schreibt. Oder was es dann noch so gibt. Weiß nicht, was sind so... Ja, Mercedes wird man wohl nicht fahren. Opel vielleicht noch. Keine Ahnung, was da die kleinsten Modelle sind. BMW auch nicht. Peugeot oder so. Ja, bin ich gespannt. Was so die Nordrhein-TV-Play-Zuschauer für Autos fahren. Also, gefahren sind. Geht ja ums erste Auto. Viele sind ja schon überhaupt froh, dann irgendwann ein Auto zu haben. Jo. Da war die Bremse etwas weit entfernt vom Fuß. Das üben wir nochmal. Okay, dann fahren wir mal auf. Aber ihr seht, wir sind jetzt schon ein ganzes Stückchen gefahren und wir haben immer noch gute 300 Kilometer vor uns, ne? Also, da zieht sich schon ein bisschen. Und das ist halt genau das Ding, für ein Let's Play würde ich da lieber immer mal Zwischenstopps einlegen, aber das geht halt hier im Fernbus-Simulator nicht. Und wir müssen ja auch wieder zurückfahren, ne? Also, die ganze Strecke wieder zurück. Das ist schon eine ganze Menge. In der Realität wechseln sich dann auch zwei Busfahrer ab. Das ist hier leider auch nicht der Fall. Finde ich auch sehr schade.
Ja, ein Schleicher. Die habe ich ja gerne. Na gut. Okay. Die Situation, ich habe das übrigens, ich habe alle möglichen Fehler, die mir so aufgefallen sind, habe ich dann auch weitergeleitet hier in dem Mannschaftsbus-DLC und den Fehler mit der Werkstatt natürlich auch, wurde mir gesagt, wird dann noch gefixt. Es war natürlich, also ich nehme mal an, keiner von den Beta-Testern war so dumm wie ich und ist da reingesprungen in den Graben. Ich habe es ja auch nicht extra gemacht, ich bin ja eher reingefallen, weil ich irgendwie die Augen nicht aufgemacht habe. Oder auf das falsche, auf den falschen Punkt quasi geguckt habe. Das ist gerade eine Ölspur, das sah aus wie eine Ölspur. Feuerwehr. Naja, aber... Das ist halt alles so ein bisschen, ja. Aber ich habe es weitergegeben und da wurde mir gesagt, wird gefixt. Sodass dann auch dumme Leute hier diesen Mannschaftsbus-DLC spielen können. Ich glaube, das Budget, ich dachte erst, das gilt für die ganze Saison, aber ich wurde belehrt, das gilt wohl für einen Monat. Das heißt, einen Monat lang müssen wir damit hinkommen. Ein Monat hat in der Regel, denke ich, 4 Spieltage, ne? Hier in dem Spiel. Ja, da können wir uns ausrechnen, wie oft wir dann tanken können, wie oft wir unser Auto waschen können, wie viel wir reparieren können, etc. So, ich dachte erst für die Saison, aber das wäre extrem knapp gewesen. Aber so ist es dann natürlich doch etwas komfortabler. Aber man muss immer noch ein bisschen gucken. Also 7500 Euro sind doch schneller ausgegeben, als man glaubt. Ach, da ist mal jemand in der Postbuslackierung rumgefahren. Das wusste ich gar nicht, dass die jetzt auch Lackierung, die man so installiert hat, benutzen. Ich hätte übrigens lieber als den MAN noch einen Bus aus der Comfort Class genommen. Aber das ging leider nicht, weil die Entwickler oder das Entwicklerstudio hat für die Comfort Class und für den Skyliner keine Repaints mitgeliefert, genau, in den entsprechenden Farben. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt schon mal mit dem Mannschaftsbus unterwegs sind, dann muss der auch die entsprechende Farbe tragen. Das war mir wichtiger, als dann ein neues Busmodell zu nehmen. Deswegen, ja, fahren wir wieder mit dem MAN, sind wir auch jetzt länger nicht mehr, außer jetzt halt für den Mannschaftsbus DLC. Von daher ist das schon okay. Okay, jetzt hat er sich doch nochmal. Ich dachte, der bremst nicht mehr ab, der fällt uns rein. Ja, wir müssen sowieso abbiegen, aber können wir hier auf der Spur bleiben. So, aber ich, ja, ich hätte, glaube ich, auch Lust, hier sowas mal im Stream zu spielen. Das wäre, glaube ich, ganz witzig. Gerade so die etwas längeren Touren. Und dann können wir mal gucken, wie weit wir da fahren und wie weit wir da kommen. Das wäre, glaube ich, ja, das mache ich, glaube ich, auch mal. Vielleicht mal in den nächsten Tagen mal schauen, wie das so zeitlich aussieht. Ich muss jetzt mal ein paar andere Sachen wieder machen. Ich habe jetzt viel für den Kanal gemacht. Habt ihr vielleicht gar nicht so gemerkt, aber, ja, waren ein paar Sachen zu besprechen. Ein paar Dinge zu regeln. Muss ich jetzt alles mal machen. Aber in der nächsten Zeit muss ich wieder in die Eisen gehen hier. In der nächsten Zeit werde ich das auf jeden Fall mal angehen. Mal wieder ein paar Streams zu machen. Jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Habe ich mir immer wieder vorgenommen, aber 250 Kilometer noch. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Wir fahren und fahren und fahren. Und da der Mittelspurschleicher hier wieder am Start. Dreiste Nummer ist das. Locker flockig überholt mit 100. Ah, und da sind auch mehrere Busse unterwegs in unterschiedlichen Lackierungen. Muss ich mir auch mal angucken. Das ist auch noch nicht so lang, dass die unterschiedliche Lackierung haben, oder? Ne, es sind nicht mehrere Busse. Der davor ist einfach... Was ist denn das für ein... Ach, ich dachte erst, der LKW wäre ein Anhänger hier, der zweite, aber... Nein, es ist ein Tank-LKW oder Tankauflieger und ein Pritschen-LKW.
Ja, überhol mich ruhig rechts. Anzeige ist raus. Frechheit. Da hast du. Gilt für dich da vorne. Unverschämtheit, Frechheit. Sondergleichen. Solche Leute kann ich ja... Die Gefahr für Leib und Leben ist das. Solche Leute kann ich ja leiden. Gibt's aber in echt auch. Aber es gibt auch dumme Leute, die dann auf der linken Spur schleichen. Also das kann ich auch nicht gut leiden. Bin jetzt kein Raser oder sowas. Aber wenn Leute mit... Wenn unbegrenzt ist... Und dann schleichen Leute mit 100 oder sowas auf der linken Spur. Und das gibt's. Das ist nicht ausgedacht oder so. Dann denke ich mir auch, Leute... Kann man auch gut sein lassen, ne? Die Autobahn ist frei, keine LKW. Und dann schleichen die links mit 100 oder 120 oder sowas. Und dann fahren andere dicht auf und sowas. Das ist dann... Ja. Ich habe auch kein Verständnis für die, die so dicht auffahren. Das muss ich auch sagen. Um dann zu signalisieren... dass sie jetzt endlich mehr überholen wollen. Aber ich habe auch kein Verständnis. Wenn alle Leute einfach vernünftig fahren würden, dann würde es weniger Unfälle geben und auch weniger gestresste Fahrer, die dann denken, ach, was habe ich jetzt falsch gemacht, dauernd Lichthupe laufen. Wobei ich glaube, man darf ja ein Überholmanöver mit einer Lichthupe ankündigen und so, aber... Also das ist, glaube ich, sogar vorgesehen. Mit Lichthupe und Hupe habe ich damals gelernt in der Fahrschule, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Also insofern soll man da wissen, aber manchmal wird die auch anders genutzt, um irgendwas anderes zu signalisieren. Ja. So, 200 Kilometer noch, das heißt, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte runter. Bisschen mehr als die Hälfte. Aber ihr seht, man fährt und fährt und fährt. Und das müssen wir alles wieder zurückfahren. Ich glaube, das werde ich in einem Stream machen. Vielleicht am... Ja, das könnte ich machen, am... Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich das am Freitag. Ich will mal nichts versprechen jetzt, aber vielleicht mache ich das. Das ist dann, glaube ich, auch der Tag, an dem die Folge hier erscheint. Grüß dich, Kollege. Soll ich abschleppen? Der MAN, der fährt und fährt und fährt einfach. Der fährt flugs durch hier. Borussia, die können es hier. Ich bin übrigens auch variabler Fan, also ich bin immer dann Fan von der Mannschaft, die ich hier gerade kutschiere, das ist natürlich ganz klar. Im Moment ist Borussia, damals war es Bayern, wenn wir nochmal was anderes ausprobieren und das könnt ihr übrigens in die Kommentare schreiben. Also wir können das entweder so machen, dass ich jetzt immer bei einer Mannschaft bleibe, weiß ich noch nicht, wie lange ich das dann mache, aber so wahnsinnig viele Folgen wollte ich sowieso nicht von dem Mannschaftsbus-DLC machen. Oder ich nehme immer mal wieder eine andere Mannschaft und fahre die dann durch die Gegend. Also mache ich mal 5 Folgen von Borussia, dann mache ich mal 5 Folgen von Frankfurt, das wurde sich auch oft gewünscht, und dann nochmal 5 Folgen von Stuttgart oder sowas. Ja, gönn dir. Frechheit. Da hast du wieder. So, genau, so könnten wir es auch lösen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ihr das sehen wollt. Ich richte mich da eher nach euch, weil ich habe da eigentlich keine Präferenzen. Oh, sind schon unter Frankfurt, alles klar, und steuern jetzt auf Mannheim zu. Ich guck mal, ob hier gerade kurz irgendwie... Ja, hier vorne ist eine Pausehaltestelle, da werden wir dann mal eine kurze Pause machen. Wir müssen sowieso mal Rast machen, glaube ich. Wir haben jetzt schon einige Kilometer auf dem Buckel. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. So werden wir es machen. Sonst wären die Folgen etwas zu lang. Und dann werden wir hoffentlich Stuttgart erreichen und dort dann endlich die Mannschaft, also die Borussia-Mannschaft, abholen. Aber jetzt gucken wir mal, ich weiß gar nicht, ob wir schon Rast machen können. Aber das werden wir gleich sehen. Ob wir das überhaupt hier müssen. Also ich bin mal durchgefahren, 500 Kilometer glaube ich, da musste ich keine Rast machen. Kam mir ein bisschen komisch vor, aber naja, wenn das Spiel das nicht so will, dann halt nicht. Ne? Ist ja auch okay. Also...
Rechtlich nicht, aber im Spiel ist ja dann okay. So, jetzt müssen wir mal stark bremsen. Da vorne ist der Rastplatz, da werde ich mich mal gleich hinstellen auf den für den Bus vorgesehenen Parkplatz. Der ist schon eingezeichnet. Haben wir die Kante mitgenommen. Können wir hier irgendwie was einstellen? Nee. Okay, dann müssen wir gar keine Pause machen. Naja, wie auch immer, lassen wir den mal hier stehen. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, wie wir dann Stuttgart hoffentlich erreichen, seht ihr spätestens in der nächsten Folge. Dann werden wir runterfahren, werden im Hotel einchecken und werden dann sicherlich auch schon die Mannschaft transportieren. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist jetzt unsinnvoll, wenn ich jetzt alle Fahrten überspringe, weil dann machen wir im Prinzip gar nichts mehr in dem DLC. Deswegen werde ich das so weitermachen, dass ich die Fahrt natürlich auch mitnehme. Ich wollte es nur am Anfang einmal machen, damit wir eben möglichst viel sehen, viel Unterschiedliches. Aber jetzt werde ich hier ganz normal weiterspielen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Wenn ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn nein, dann schreibt mir das auch gerne. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Mit dem Stream ist aber ein Angebot. Da habe ich Lust drauf. Ich denke, das werde ich auch mal machen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es selbst spielen wollt. Schaut mal in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.